man gibt nicht dem Typen aus Versehen Geld, ne? Uiuiui, ich glaube, ihr zieht den Krieg, ne? Ich wünsche euch viel Glück dabei. Du musst ja das Video mir heil bisher nach Hause kommt. Dankeschön. Keiner gegen uns Krieg zu führen. Schließlich haben wir einen Heiligen in unserem Reihen. Ja, dann schützt ihn mal. Dies ist unser Heiliger, ihr solltet ihn anbeten. Heiliger Vito. Heiliger Vito C. Heiliger Vito C. Oh! Heiliger Vito C. Heiliger Vito C. Cash ist jetzt hier, Mann. Junge. Ja, ich muss kurz gucken, wie viel es gab. Danke. Der hat sogar ja hier sogar so eine Heiligenwaffe. Heiligenwaffe. Bei mir leuchtet die. Alles klar. Der Robert geht einfach weg. Der hat die angemalt. Wahrscheinlich. Möchtet jemand sowieso überhaupt das Hans den, überlebt? Nee. Wenn den Fallschirm öffnet, dann klatscht er doch gegen die Baumkronen und fällt runter. Genau. Okay, dann brauchen wir nicht wetten, wenn keiner mehr das Hans überlebt. Hans, komm! Ich sag, Hans überlebt. Außer er schafft es dann. Das ist doch scheißegal. Selbst wenn er den Fallschirm öffnet, landet er in den Bäumen. Das heißt, der fällt den Baum runter und stirbt so oder so. Ja. Ich suche mir nur die richtige Stelle. Klar, ach, ich weiß, man sieht doch direkt, wer Hansi ist. Der Nackte mit dem Fallschirm am Rücken. Ja. So, hier, ich versuch's hier einfach. Ich glaube hier, ganz ehrlich, Hansi, ich glaube hier vorne, wo ich gerade stehe, ist besser. Da hast du tieferen Fall ohne Baumkrone. Ja, ich Baumkrone. Weiß. Stell dich vor, Hansi, damit er gestoppt wird. Noch ein Stück hinter mir. Also, rechts hinter mir. Ja, hier. Ja, da irgendwo in die Richtung, glaube ich, ist am besten. Ja. Sieht zumindest von hier so aus. Ja, hier sieht's gut aus. Ja, das könnte gut sein. Alles klar, alles klar. Oder, Hansi? Pass auf, jetzt gleich killt er mit seinem Fall schon meinen Heli hier hinten. Yo. Kann nicht mal den Dings anwählen, den Fallschirm. Also ist der Fallschirm ohne Funktion. Der Fallschirm ist mit Funktion. Du bist nicht hoch genug. Du brauchst mindestens 100 Meter. Ja, das ist ja behindert, das müssen die umschreiben. Guck mal, wer da unten liegt. Meinst du Magic Parachute wie im Wasteland? Ja. Warum ist das behindert? Ey, willst du mich schubsen, du Penner? Nein. Der Pinky wollte mich schubsen. Nein, sowas will ich niemals tun. Ruf mal die Feuerwehr, vielleicht kommt's ja. Ja, wie sollen die da hochkommen? Du bist auf dem Felsen geklatscht. Ja. Ist mir egal. Sieht aber sehr spektakulär aus. Hat jemand den Flug aufgenommen? Ja, klar. Wo kann ich mein Equipment tun? Selbst wenn es jetzt ein, zwei Mal funktionieren sollte, ich glaube, um das Geld wegzuschaffen, ist es nicht die sicherste Methode. Doch, derjenige springt runter und unten warten die Leute und nehmen dann bloß von der Leiche dann das Geld auf. Ja, oder so, oder? Ist gar nicht mal so schlecht. Wie viele Schüsse Katiba brauche ich, um den Motor auszuschalten von dem Hummingbird? Manchmal nur ein. Okay. Manchmal nur ein, ja. Nein, nicht schon gut. Mann, Scherz. Mann, ich mach das schon nicht. Will jetzt einer mitkommen oder nicht? Ich gehst du irgendwie noch nach. Wohin denn? Wie klein ist Ort für das eben, ne? Weil okay. Ich einen Fluchtweg zeigen. Mann, hau mal ab mit deinem. Wenn du mich anfliegst, bist du tot. Okay, dann hau ich wieder ab. Eigentlich wollte ich euch nur ein bisschen Angst. Egal, ich nehm's einfach. Wir sind jetzt hier nackt, der Leon. Ja, nächster. Bei Allemann sieht's ja auch. Main Trigger. Will der springen oder was soll der machen? Laufen. Der läuft Full Body doch. Armor. Full Body Armor. Oh. Aber ich glaube, bei der Koka-Veredelung ist gerade ein Hedi. Kinder. Kannst du. Boah. Die nächste Karte. Leon ist so ein Ninja, ne? Ich muss. Ich Position verändern. So. Aber wo ich dann hier am besten lang gehe, weiß ich noch nicht. Noch 3 Cops? Ne, noch 4. Ah, oh, der Sunny kommt, sehr gut. Von da aus. Keine Schlagwaffe gefunden hier oben, ne? Ich hab auch keine hier gefunden. Man bleibt doch so. Kann man hier noch irgendwo einen abhauen, Alter? Jetzt nur versuchen, auf die Plattform zu springen. Da unten ist und er schafft es. Und da wäre das Geld weg. Ja, das hätte bestimmt keiner mitbekommen. Nee, ich würde nicht mit dir fahren. Also nicht freiwillig. Ey, dieser Rucksack, ne? Da sitzt du so schwul dann in dem Auto. Ja. Ja, wie als wenn du einen Stock im Arsch hast. Ja, safe aber call. Ohne Schall. Safe call.
War Safecore, Robert? Ja, man sitzt dann so scheiße, Safecore, ja. Definitiv. Robert sagt Safecore. Genau. Kann noch nie aus Leon, wo ist denn dein Zeug drin? Ach, warte schon, okay. Robert, was heißt denn das übersetzt? Was? Was heißt denn das übersetzt? Das ist mir doch scheißegal. Tresorruf, was denn sonst? Du bist Idiot, du bist der größte Idiot aller Zeiten. Tresor, was? Tresorruf? Er hat gerade gesagt, wirklich Tresorruf. Tresor so fertig, echt. Richtig gut. Ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll noch. Du wolltest den haben. Ich möchte Sergio Martinez als Stellvertreter haben. Das hast du ja schon fast den Alemann gemacht. Ich überlege schon die ganze Zeit, was ich mit dir mache. Mir fällt bloß nicht ein, es ist... Ja, wollte ich gerade sagen, Alter, was macht ihr hier? Egal. Boah, hast du gerade geschissen? Boah, du blöder Hund. Da wird das so aus, wie du da alles klar. Boah, der Hund hat gerade gefurzt hier, Alter. So, ich mal gucken, was da für eine dritte Waffe, Dreierwaffe drin ist. Junge, du verwehst doch, ey. Hey, Junge, verwehst doch. Ich bin mir raus, ey, nicht, dass ihr der Robert gleich bewusstlos wird und irgendwo reindonnert. Oh, nee, das geht schon. Okay, das ist viel. Kein Buschbe, auch mal sehr leer. Nach einem einzigen. Wie viele Finger zeige ich? Ein. Falsch. 5. Sieht man doch. Rucksack, Mama. Mama, hast du noch ein Butterbrot für mich? Der Schwule ist einfach schwul. Schwul. Ja, dann bist du wieder, ich hab keinen Boost! Danke schön, Mama. Alles gut. Kann ich irgendeinem noch eine machen? Der ist doch gut, wir sehen deine Waffe, BPO Vito. Kack mich jetzt hier nicht an, ey. Genau. Wir müssen auch so ein Auto haben wie die und so rumfahren. 20. Was haben wir hier für ein Kackauto, Alter? Kann ich dagegen treten? Oh, ich hau da entgegen. Kann ich dagegen treten? Ja. Wie professionell die auftreten, das sind, so wie die auftreten, das waren mal Lostaros, Jungs. Ja, guck mal, was Lostaros ist. Ja, weißt du, was Lostaros ist? Hörst du das? Hart. Guck mal hier. Rocket League. Ein scheiß Jeep. Alter, hast du jetzt was gegen meinen Jeep gesagt? Ja, Mann, die ganze Dach schon. Guck dir mal die. Was ist denn los mit dir? Scheiß braune Kacke, hör auf mir hier zu schlagen jetzt. Das wirkt noch viel unprofessioneller. Mach der Bulle hier. Hast du das schon mal gesehen? Piss dich, was hab ich gesehen? Oh, jetzt kriegen wir den Karma. Ah, da, gut, durch das Auto, das ist so. Ja, was am Nachhören? Was? Flak Feigling, ja. Kick in den Kopf. Okay, wir können die Bank machen. Warum? Ja, aber wenn keine in Leute dem Event, da sind... Ey, ja, ich brauch's nicht sagen. Wenn du jetzt wieder, was ist denn das immer hier mit dem Scheiß reingelabert die ganze Zeit? Ja. Schon seit Wochen. Wochen, ja. User was moved out of your so, channel. Wir können das Event machen. In dem Event steht nämlich drin, alles kann und darf passieren. Dementsprechend. Das ist die Bank. Gut, es fehlen trotzdem noch die fähigen Leute dazu. User was moved to your channel. Das fehlt noch, ja. Aber wir können es machen. Ich habe hier die beiden Cops an der Angel, die wir gestern hatten. Die wollen bei der Polizei austreten und bei uns mitmachen. Oh, gut. Leon, ganz sicher, dass du mein Plastik nicht bekommen hast. Ich habe dir gerade 20 Stück gegeben. Jetzt ein bisschen kacke. Na, das so gut, das weiß ich nicht. Dann fehlen uns ja wieder ein paar Spitze. Vollidioten. Krass, ey. Was? Vollidioten. Warum? Naja, ich hab dann gesagt, der macht jetzt was rum, ne? Wegen hier Bewerbung und sowas. Sagt der, können wir das nicht so machen? Naja. Nee, weil ich jetzt nämlich davon ausgehe, dass ihr das Forum wahrscheinlich noch nicht mal angeguckt habt. Das heißt, ihr wisst gar nicht, wer wir sind. Doch, klar wissen wir das. Naja, was, wer sind wir denn? Ja, ihr seid ja ein Clan. Ja, das ist offensichtlich, ja. Weil dann, naja, ihr macht doch bestimmt hier Ausrauben und sowas und die Polizei ärgern. Ja, ja, das ist schon mal ganz falsch. Ausrauben tun wir zum Beispiel nicht. Überhaupt. Nee. Ne? Ja, ja, gut. Ja, also, ne? Laut ins Forum bei illegaler Gruppierung, was Zaros, lest euch das durch. Derjenige, der das veröffentlicht hat, das Iris, das bin ich. Schreibt dem eine Konversation in der Bewerbung und dann können wir gerne nochmal miteinander reden. Aber bis dato ist die Verhandlung oder das Bewerbungsgespräch hier für euch gescheitert. Dumm ausrauben, Alter. Ja? Moment, ich muss noch mal einen Rucksack austauschen, weil ich will jetzt nicht mit einem Bergen-Rucksack da reinrennen. Und übrigens, an alle Kollegen, noch kein Nachtsichtgerät besitzen. Besorgt euch eins. Boah, was brauchst du einen? Wir haben sie erst 16.15 Uhr. Es geht wahrscheinlich noch weiter. Du meinst? Nur, ja, und wenn es dann dunkel wird,
und ich dann da oben Leute habe, die im Dunkeln einfach nicht sehen. Ja? Oh Bert, ich sehe dich nicht. So, bleib weg. Robert, wo bist du? Robert! Ich möchte nur gestern sagen, ich weiß nicht, wer das war, aber das ist Pinkman oder sowas? War bestimmt Sergio Martinez. Dem ich da geholfen habe, weil er sein Boot nicht mehr gefunden hatte beim Meth. Ja? Ja, Pinkman. Ja, hört der hat sein Boot nicht mehr gefunden, weil das dunkel war, der hat nichts mehr gesehen. Definitiv Pinkman. Ah, Pinkman, kann ich nicht sagen. Pinkman. Ja. Dieser Situation möchte ich einfach jetzt beim Bankraub, den möchte ich einfach umgehen, ja? Also wenn das jemand verkackt, dann darfst du echt sagen, einmal mit Profis spielen. Ey, da oben sind ja Feuerschalen, das ist ja kein Problem, er wird da oben wahrscheinlich was sehen, aber wenn wir dann flüchten wollen, dann rennt er in den Wald und weiß nicht, wo wir sind und wahrscheinlich rennt er der Polizei in die Arme. Ne, findet die Polizei denn nicht, wenn er schon nicht weiß, wohin rennt? Die Polizei hat Nachtsichtgeräte mit 100%iger Sicherheit. Legt er sich hin? Im ich würde sich dann wundern, warum da so ein Räuber einfach wahrscheinlich direkt zum Polizeihochquartier rennt. So, sogar mit dem ganzen Geld noch. Sag mir nicht, es geht nicht. Moment. Probier alles durch. So, jetzt knackig. Ein Haus Schluss. Gesehen. Oh ja, sein Felix wurde beim Einbruch in ein Haus gesehen. Alles klar. Jo, das war's mit der Vorbereitung für die Bank. Nächstes Mal sehen wir dann, wie es ausgeht mit dem Überfall. Bis dann, haut da rein.